Ich wollte gerade sagen, wenn ihr alle nacheinander kommt, dann packe ich euch. Das können aber noch nicht alle gewesen sein. Sonst hätten wir auch jetzt hier die Nachricht über die Hordeneliminierung bekommen. Ach, verdammt, die Sicherung ist durchgebrannt. Ah, hier ist der Generator. Das ist der Rest von der Horde. Oh. Ich habe mich irgendwie durchs Lager geglitscht. Durch den Zaun hier. Alter. Warum verfolgt die Horde mich nicht direkt ganz? Das wäre mir ehrlich gesagt lieber. Nein, nein, ich muss wieder zurück. Oh, Scheiße, stimmt. Ich muss die letzten Äste noch ausräuchern. Gut. Das war einfach immer noch nicht die ganze Horde. Das kann auch langsam nicht mehr sein. Nope, falsche Richtung. Ah, Shimult Community College Horde, endlich. 4000 Erfahrungspunkte, 1650 Vertrauenspunkte beim Diamond Lake Camp und Hordenkeller sind jetzt bei 18%. Jesus, ey.
Sehr schön. Ich rieche ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Was können wir denn an Mollys machen? Oh, doch schon einige. Da ist noch ein Nest. Zünden wir es an. Jo. Mehr nicht. Müssen die nicht eigentlich auch da drin verbrennen? Theoretisch. Sehr schön. Das erste von ziemlich vielen Nestern. Ja, die Gegend hier ist ziemlich weitläufig, aber wie gesagt, ich würde das gerne... Also bevor wir bei dem Nero-Kontrollpunkt irgendetwas machen, müssen wir hier für Ordnung sorgen. Sonst kriegen wir da zu viel Probleme. Irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Jupp. Ich kann's riechen. Hier vorne. Noch ein Nest. Dann mal los. Ich wollte gerade sagen, brennt das jetzt nicht weiter, aber es brennt weiter. Es brennt nur komisch weiter. Okay, ja, Munition geht mir langsam so ein bisschen aus. Alles klar. Aber vielleicht haben wir ja Glück und in den Nero-Kontrollpunkt finden wir noch irgendwas. Das könnte hilfreich sein. Oh, verdammte Scheiße. Wo ist das? Scheiß Nest. Das war nur. Ich liebe diese Nahkampfwaffe einfach. Die rettet mir echt den Tag. So, was haben wir hier noch? Wieder jemanden, den wir untersuchen können. Oder die Teile von dem. Dann haben wir wieder diese Ipgar-Technologie. Die vielleicht mal für irgendetwas nützlich sein wird. Für was? Kann ich nur vermuten. So, dann haben wir Nestrückstände, die wir nicht brauchen. So, in die Richtung sind noch drei Nester. Ich muss aber erstmal Sachen sammeln hier und hoffen, dass wir irgendwo... Da haben wir eine Handgranate, das ist gut. Da haben wir eine Dose, glaube ich. Jo. Bierflasche, sehr gut. Das war auf jeden Fall mal ein Sportplatz hier. Nägel. Keine Munition bisher. Ist nicht gut. Jede Menge von den Lautsprechern hier leider.
Nie im Leben werde ich das schaffen, alle zu kriegen. Dafür sind es einfach zu viele. Oh, der hatte auch eine Bierflasche. Gut, dass mein Bike in der Nähe ist. Zur Not hau ich einfach ab. Da vorne sind auch noch Lautsprecher. Zwei auf jeden Fall schon mal. Eventuell waren das alle. Eventuell. So, da müssen wir auch erstmal Sprit suchen. Hier in die Richtung soll irgendwas sein. Ja, das ist da, wo okay, die Sicherung fehlt. Was ist hier los? Wo verdammt nochmal soll ich jetzt eine Sicherung herkriegen? Irgendwo hier. In die Richtung. Was ist es? Wo? Ach, da vorne. Ah ja. Hier. Wo lang? Weiter geht's. Immer noch auf die Suche nach der Sicherung. Und überleg mal, hier war die Horde. Macht es nicht besser. Sicherung. Eine Sicherung. Ja. Das ist gut, aber mir fehlt immer noch der Sprit. Da ist ein Krabbler. Ich ignoriere ihn mal. Das ist es nicht. Hier ist auch nichts. Da ein Kanister? Ne. Oh ja, jetzt sind wir im Geschäft. Ja, das sollte klappen. Na, nicht ganz. Wie gesagt. Ohne Sprit kommen wir hier nicht weit. Der kann nicht so weit weg liegen. Der muss irgendwo auf dem Gelände hier sein. Kann auch sein, dass ich alles weggesprengt habe mit meinen Aktionen hier. Würde ich mir auch zutrauen. Sehr viele Militärlaster hier irgendwie. Aber ich sehe kein bisschen Benzin. Wo ist denn der Krabbler, der hier rumläuft?
Der hat mich doch gerade die ganze Zeit angegriffen. Wo ist denn der? Und wo ist ein Kanister? Ohne Kanister wird es hier auch nicht vorangehen. Pass mal auf, am Ende müssen wir da gar nichts voll tanken, weil das Ding einfach schon voll mit Sprit ist. Ich sehe auch von hier soweit keinen Kanister. Na, versuchen wir mal das Ding zu starten. Der Generator hat keinen Sprit. Immer das Gleiche. Ja, war klar. Fast lautlos getötet. Ja, wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier Sprit finden soll. Irgendwie ist das ein bisschen ärgerlich. Wie gesagt, kann gut sein, dass ich den kaputt geballert habe, den Kanister. Wobei mir wäre das nicht aufgefallen. Jedes Mal, wenn es gebrannt hat, eigentlich nur, weil ich Mollys in der Hand hatte. Und die gerade geworfen habe. Soweit wie es halt gerade geht. Jo. Wir haben das Privileg, hier Munition drin zu haben. Und das reicht erstmal für eine ordentliche Ladung. Es muss in der Nähe sein. Wir können auch neue Mollys machen. 3 Stück, genauso viele wie wir brauchen. Was ein Zufall. So, der nächste ist hier. Riesennest. Abfackeln. Blöd. Geil. Jesus. Das war jetzt die eleganteste Lösung. Einfach alle kaputt schächen.
So, das letzte Gebiet ist da hinten. Gucken, ob hier ein Kanister ist. Ich sehe keinen, aber eine mega Polizeisperre hier. Munition. Und hoffentlich Schrott. Na, Gott sei Dank, da haben wir nämlich gar nichts mehr von. Wir werden uns hier mal ordentlich bedienen. Wir fangen gerade erst an. Scheiße, Rumtreiber. Wo habt ihr das Bike her, ha? Ja, zum Glück bin ich denen offenbar scheißegal. Aber den nicht. Na gut. Das ist eine Horde. Die Dinger machen echt nicht so viel Schaden, wie ich das erwarten würde. Oh, Scheiße, da oben. Da oben ist eine Horde. Und wir sind nicht unbedingt optimal gerüstet für diesen Kampf. Los, Jungs, hier lang. Boah, das sind echt ziemlich viele, ne? Würde ich mal so sagen. Wir laufen mal ein bisschen Slalom mit denen. Holy shit, ey. Okay, wir nehmen jetzt erstmal ein Ausdauercocktail.
Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt da schiefgelaufen mit der Steuerung? Gru's Gardens Horde, 4000 Erfahrungspunkte und Diamond Lake steigt weiter auf. Boah, ey. Das ist echt der Wahnsinn, aber so langsam sind wir recht geübt da drin. Das war wieder mal ein Gemetzel ohne Ende. Unfassbar, wie viele Schwärmer wir schon wieder getötet haben. Ich hoffe ja, dass es niemals eine Horde von Brechern geben wird. Denn dann haben wir ein Problem. Aber so viele von denen scheint es ja grundsätzlich nicht zu geben. Von den Brechern. Auch wenn ihre Zahl definitiv zugenommen hat. Oh, hier oben sind noch so viele gestorben. Ich hätte echt nie gedacht, dass man echt an so einem Punkt kommt, wo man sich bereitwillig einer Horde stellt. Und zwar so wie wir. Die haben es wirklich weit gebracht. Wirklich sehr weit. Jetzt werden wir noch dieses Nest hier zerstören. Chimald College, infiziertes Gebiet, 2500 Erfahrungspunkte. Diamond Lake, steigen wir jetzt endlich eine Vertrauensstufe auf. Und Infizierungsbeseitiger sind wir jetzt ganz oben mit dabei. Da fehlt jetzt auch nur noch ein einziges... Es müsste theoretisch nur noch ein einziges Infizierungs... Dings fehlen. Naja, wahrscheinlich müssen wir all die kaputt machen. So. Wir haben immer noch keinen Kanister gefunden. Aber ich bin jetzt erstmal, ganz ehrlich, ich bin jetzt erstmal nach all diesen Kämpfen, bin ich erstmal erschöpft und würde sagen, wir beenden das jetzt mal an der Stelle. Wir verteilen nochmal eben unseren Punkt. Gebt dir bei geringer Gesundheit einen zusätzlichen Adrenalinstoß. Das nehmen wir auch mal. Wird dein letzter Rest Adrenalin aktiviert, damit du länger weiterkämpfen kannst. Das klingt doch super. Ja, wir speichern hier und beim nächsten Mal werden wir hier noch ein bisschen weitermachen. Zwei Horden haben wir immerhin schon ausgeschaltet von 13, wow. Und wir haben hier noch zwei Nebenquests offen, die wir dann machen werden. Und dann sehen wir weiter. Hier bei Days Gone. I want you for an adventure.